Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen auf dem Kanal DIY-Inspiration Koch und Backclub. Wie ihr bestimmt mitbekommen habt, ich bin nicht Eva, ich bin Dana. Und heute zeige ich euch diese coole Meerjungfrauentorte, wie ihr die selber nachmachen könnt. Und zwar hat diese Meerjungfrauentorte auch noch ein kleines Geheimnis. Und zwar, wenn man die aufschneidet, kommen da ganz viele Süßigkeiten raus. Also super cool für einen Kindergeburtstag oder auch für eine Party. Also bleibt dran und guckt zu und los geht's. So, das sind unsere Zutaten. Einmal haben wir hier Böden, dann haben wir hier Nutella, damit wir die ganzen Böden gleich noch zusammen verkleben können. Dann für das Frosting brauchen wir Butter, Frischkäse und Puderzucker, von jedem ungefähr so 400 Gramm. Dann habe ich hier noch Lebensmittelfarbe. So, und dann habe ich noch hier Fondant. Und für die Überraschung, da haben wir hier M&M's, bunte Krispies und dann halt so Zuckerstreusel. Genau, da könnt ihr euch eigentlich aussuchen, was ihr mögt. Ihr könnt auch gerne zum Beispiel Schokobons reinmachen. So, damit die ganzen Süßigkeiten auch reinpassen, müssen wir natürlich auch das Loch hier in der Mitte machen. Ich habe jetzt so einen Ausstanzer genommen. Ihr könnt aber natürlich auch einfach eine Tasse nehmen, dann einfach drumherum schneiden. Dann einfach schön mittig. Und das machen wir dann mit allen Böden, die wir haben. So, jetzt fangen wir an, die Böden mit Nutella zu bestreichen. Wir benutzen Nutella, damit das alles schön fest ist. Ihr könnt aber auch zum Beispiel festere Marmelade benutzen. Das ist alles euch überlassen. Dann packt ihr den nächsten Boden mit drauf. Und das macht ihr dann so lange, bis ihr eine schöne Höhe erreicht habt. Die letzte Schicht ist jetzt auch schon drauf. So, jetzt können wir eigentlich auch schon mit dem Befüllen beginnen. So, wenn es dann voll ist, könnt ihr das ein bisschen gerade machen. Und dann müsst ihr noch ein Stück, was quasi hier drin war vorher in diesem Boden, müsst ihr wieder drauf machen. Ein bisschen reinstecken, damit das wieder eine gerade Fläche oben ist. So, das stellen wir erstmal noch ein bisschen kalt. Und machen dann erstmal jetzt die Frischkäsecreme. Und zwar brauchen wir davon erstmal 400 Gramm Butter. Und dazu geben wir jetzt noch 500 Gramm Puderzucker. Am besten sieben wir das Ganze nochmal, damit es noch ein bisschen leichter ist. Und keine Klümpchen entstehen. So, jetzt ist alles schon mal drin. Jetzt mischen wir das alles erstmal durch. So, jetzt ist die Butter durchgeschlagen. Mit dem Puderzucker, jetzt können wir da auch schon den Frischkäse mit dazugeben. Davon brauchen wir dann auch nochmal 500 Gramm. So, 500 Gramm Frischkäse sind jetzt auch schon drin. So, die Creme ist jetzt eigentlich auch schon fertig. Das Einzige, was wir jetzt noch optional dazugeben können, ist halt die Speisefarbe. Ich habe mich dazu jetzt entschieden, dass wir die jetzt lila machen. So, und jetzt geben wir mal so ein ganz bisschen davon in unsere Creme. So, das ist jetzt die fertige Creme. Und jetzt stellen wir das Ganze nochmal in den Kühlschrank für ein paar Minuten, damit es ein bisschen fester wird nochmal. Und dann können wir auch schon die Torte damit verzieren. Jetzt war die Torte in dem Kühlschrank. Die Creme war auch im Kühlschrank, die ist jetzt auch schön fest und kühl geworden. Jetzt können wir die ganze Torte damit jetzt bestreichen. Jetzt sind wir auch fertig schon damit. Und jetzt geht es auch schon zum Dekorieren. So, wir fangen jetzt an mit dem Fondant. Das habe ich jetzt in zwei Teile aufgeteilt. Einmal dann für die Muscheln zum Beispiel und Seesterne und einmal für die Schwanzflosse. So, dann fangen wir an. Indem man hier ein bisschen die Farbe mit reinknetet. So, und jetzt fangen wir einfach mal an, die Schwanzflosse erstmal zu formen. Dazu drücke ich die erstmal ein bisschen platt. Ziehe die so ein bisschen in die Länge. So. Dann nehme ich mir hier ein Messer dazu. Und dann schneide ich einfach so eine Form raus, wie ich das gerne haben möchte.
ungefähr so. Jetzt zeige ich euch, wie man hier das Muster gut reinbekommen kann, und zwar einfach mit einer Spritzhülle. Da kann man einfach so einfach vorne ein bisschen reindrücken. Und wie ihr seht, hat man dann so ein schönes Muster dann schon drin. Das macht mir jetzt einfach so komplett die ganze Schwanzflosse runter und dann haben wir ein schönes Muster da drin. Ich habe mir jetzt noch ein bisschen von der Creme, die übrig geblieben ist, in so einen Spritzbeutel reingemacht. Damit können wir jetzt noch ein paar kleine Details damit auf die Torte drauf machen. Je mehr da oben drauf ist, desto schöner ist sie dann auch im Endeffekt. Jetzt würde ich ganz gerne die ganzen Sachen hier schon mal drauflegen, die wir vorhin gemacht haben. Aus den Resten, die ich noch übrig hatte, habe ich hier noch ein paar Seealgen gemacht. Die kann man hier zum Beispiel noch außen an die Torte dran machen. Und obendrauf würde ich jetzt gerne noch ein paar von solchen kleinen Perlen zum Beispiel drauf machen. Hier zum Beispiel auf die Muschel. So, von den großen M&Ms habe ich auch noch ein paar. Dann haben wir hier noch ein paar blaue Perlen. Dann, ich habe hier auch noch so ein paar kleine Dekomuscheln. Und so sieht jetzt die fertige Torte aus. Ich habe hier außen noch mal so ein paar Seealgen dran geklebt und jetzt können wir auch schon die Torte aufschneiden und reingucken, was da so Cooles drin ist. So, dann holen wir die mal direkt da raus und da kommen auch schon die ersten Sachen raus. Ich habe jetzt ein bisschen zu klein das Loch geschnitten, aber wie ihr seht, da drin kullern auch schon die ganzen Sachen raus. So sieht jetzt die angeschnittene Torte aus. Da seht ihr noch mal ein bisschen besser, wie die ganzen Zuckerperlen und M&Ms rausgefallen sind. Das war das Rezept jetzt für unsere Meerjungfrauentorte. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Kommentar dalassen, einen Daumen hoch geben und unseren Kanal abonnieren. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Ciao!